Ich bin sehr, sehr glücklich für Allahu Akbar in Europa, in Deutschland, in Köln. Alhamdulillah. Danke. 14. Oktober 2022. Heute wird der Ezan hier zu hören sein in der Moschee. Wie findest du das? Ich finde es sehr toll, auch sehr schön. Sehr schönes Gefühl, wirklich. Man kann wirklich dazu nichts sagen, außer dass es sehr schön ist. Sehr schönes Gefühl. Wie alt bist du und wie lange betest du schon in dieser Moschee? Ich bin 16, komme selber nicht von hier. Aber weil es ein sehr schöner Ort ist, bin ich auch hier hingekommen. Ich bete seit 16 Jahren. Vielen Dank. Gerne. Jetzt gerade aufgeregt. Heute ist der Ezan hier das erste Mal öffentlich zu hören. Was sagen Sie dazu? Mit einem Wort großartig. Mhm. Das ist ein sehr schönes Gefühl für einen Muslim. Also wir leben in Deutschland und dann hört man sowas, das ist schon Gänsehaut. Das ist Gänsehaut. Ja, wir kennen das ja jedes Jahr, wenn wir in die Urlaub fliegen. Und ja, wenn man das jetzt hier sowas hört, mir fehlen die Wörter. Glauben Sie, dass es was Besonderes ist, dass es gerade hier in Köln zu hören ist? Was Besonderes? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also warum Köln? Warum fängt Köln mit diesem Pilotprojekt an? Warum Köln? Vielleicht, weil der Gott, Allah wollte, dass es hier ist. Vielleicht hat das einen, vielleicht ist das nicht umsonst. Da steckt bestimmt was darin. Auf jeden Fall. Ist nicht alles umsonst. Da ist eine Tür vielleicht. Was Köln aufmachen müsste. Ich finde das wirklich toll, dass der Ezan in Köln das erste Mal zu hören ist. Ich hatte sogar gehofft, dass man es etwas weiter hinaus hören kann. Ist ein wunderschönes Gefühl, ist ja etwas von Weltoffenheit für Menschen, die ihren Glauben einfach lieben und praktizieren in Frieden. Glauben Sie, das hat einen besonderen Grund, dass gerade in Köln dieses Pilotprojekt stattfindet? Ich denke mal, ja, Köln gehört zu einer der Großstädten und das ist schon, denke ich mal, eine sehr multikulturelle Stadt auch. Wobei die Minderheit, wie ich jetzt hier auf der linken Seite sehen kann, die ja dagegen demonstrieren, das ist für mich eigentlich die Minderheit, weil man sieht allein, wie viele das tolerieren und wie voll es auch hier drin ist, finde ich schon wirklich sehr bemerkenswert. Und ich finde es toll, dass es hier in Köln ist. Mhm. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich finde das ganz in Ordnung. Also ich habe eigentlich nichts dagegen. Ich bin selber Muslim und ich finde das ja nichts Schlimmes daran. Die Glocken läuten auch und es ist einmalig am Freitag. Also es ist nur für eine kurze Zeit, eine Minute. Und ich denke, das wird eigentlich niemanden stören. Ich finde das sehr toll. Also ich bin stolz auf Deutschland, dass sie so Erlaubnis gegeben haben. Als Deutsch-Türke bin ich sehr stolz. Also hier sind wir Ausländer, in Türkei sind wir Deutsch-Türken. Also wir haben keine Heimat, aber das ist auch unsere Heimat. Deutschland ist unsere Heimat geworden. Ist das auch Heimat, den Ezan hier zu hören? Sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Ich finde das sehr schön. Ich habe eine Geschichte, soll ich erzählen? Ich wohne im Schwarzen Meer. Da gibt es auch eine Kirche da. Und Sonntag immer Glocken da. Und wir sind auch nichts dagegen, weil der Demokratie, Mensch, müssen die auch hören, also normal. Wir auch müssen hier das alles hören. Also am Schwarzen Meer sind die Kirchenglocken zu hören? Ja, gibt es auch der Kirche. Wir haben einverstanden, die Leute kommen da, beten zu. Wir auch hier, wir über hier. 3-4 Millionen Leute. Wir möchten auch zu Masse. Freuen Sie sich, dass der Ezan heute zu hören ist? Ja, ich freue mich, aber ob der Nachbar hier stört, das weiß ich nicht. Ich habe einverstanden Sinn. Aber ich freue mich auf diese Ezan heute hören. Vielen Dank.
Das ist meine Mutter, sie kam gerade aus Bosnien zu Besuch zu mir. Ach schön. Und wir haben das Glück gehabt, dass sie überhaupt heute erlebt haben, so ein Erlebnis. Also das ist für uns wirklich eine große Sache. Also es ist einfach ein Erlebnis, dass wir, solange wir leben, nichts vergessen werden. Meine Mutter ist sehr, sehr glücklich deswegen, genauso wie ich. Und ja, wir freuen uns einfach riesig. Also erstmal herzlich willkommen. Meine Mutter kann nicht, sie ist aus Bosnien, also sie kann nicht Deutsch. Sind Sie extra heute für den Ezan zu dieser Moschee gekommen? Genau, wir kommen aus Duisburg. Ich wohne eigentlich in Duisburg. Und meine Mutter ist, wie gesagt, aus, von Bosnien zu mir zu Besuch gekommen. Und wir haben das eben die Gelegenheit ausgenutzt, dass wir hier sind. Also es ist wirklich was Besonderes, Schönes, was uns passieren konnte, so an diesem Tag. Und wie finden Sie es, dass der Ezan heute öffentlich zu hören ist hier? Wunderschön. In Köln? Also berührend. Wünschen Sie sich das auch für Duisburg, für Ihre Stadt? Ja, genau. Genauso wie für jeden Mensch. Weil wenn Sie das hören jetzt, Sie werden das verstehen, was wegen habe ich das gesagt. Das wünsche ich für jeden Mensch, nicht nur für Muslime, sondern auch die Leute, die nicht sich so fühlen. So, das finde ich wirklich Besonderes und die werden das auch merken. Sind Sie auch Muslime? Alhamdulillah, ja. Alhamdulillah. Schön. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute beim Gebet heute. Alles ja. Gute, ja? Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank. Möge Allah Ihre Gebet auch annehmen. Inshallah. Inshallah. Alaikum salam. Kein Mäusernhof in Deutschland! Kein Mäusernhof in Deutschland! No to Sharia! 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 Weg, weg, weg! Terroristen weg! Weg, weg, weg! Terroristen weg! Weg, weg, weg! Islamisten weg! Weg, weg, weg! Islamisten weg! Islamische Regierung, Mord, Terror, Hinrichtung! Mord, Terror, Hinrichtung! Islamische Regierung! Mord, Terror, Hinrichtung! No zu Scharia! No zu Scharia! No zu Scharia! Nein zu Kopftuch! Nein zu Kopftuch! Nein zu Kopftuch! Nein zu Kopftuch! No to Sharia! No to Sharia! Nieder, Islamische Republik! Ich bin nicht gegen irgendeine Religion, weil ich denke schon, jede Person hat Recht, eine Religion zu wählen. Aber ich wollte das diese Religion klar sein, dass die Menschenrecht und das mit Frauen gleich behandelt. Ich habe als Iranerin im Iran den Islam so erlebt, dass sie sehen, dass so viele Millionen Frauen sind jetzt in der Straße und kämpfen und auch verlieren ihre Leben. Auch die jungen Leute, selbst die Polizei hatte gesagt, der durchschnittliche Alt ist 15 Jahre alt. Und die kommen und dann bis jetzt mehr als 200 sind gestorben. Das ist die offizielle und es ist bestimmt mehr als das. Und dann viele davon, mehr als 20, sind unter 18 Jahre alt. Deswegen, ich wollte hier kommen und sagen, erstmal sollte hier klar werden, dass DITIB, das hier die Islam vertritt, sollte zeigen, welche Islam vertritt. Und ob in diesem Islam Frauen und Männer sind gleichberechtigt oder nicht. Weil ich habe gesehen, dass Erdogan hatte von dieser Frauenrechtskonvention rausgekommen. Und die viele Frauen hatten in Türkei dagegen
protestieren auch die muslimischen Frauen, weil ich kenne viele Muslime, ich komme selbst von einer islamischen Familie. Und meine Mutter zum Beispiel betet jeden Tag 5-mal. Aber viele Muslime nur glauben an den Gott, aber nicht von Gesetz, die 1500 Jahre vorher war. Aber die Islamisten versuchen, dieses Gesetz jetzt durchzusetzen. Und ich habe Angst davon. Und deswegen, ich respektiere den liberalen Islam. Aber ich wollte hier klar werden, welche Islam wird hier in Deutschland unterstützt und warum konnte Deutschland eine Islam, die Frauenrecht nicht respektiere und gegen ihr Grundgesetz ist, hier toleriert. Das ist eine falsche Toleranz. Ich hatte gerade mit zwei jungen Frauen, die Muslimin sind, und die sind für mich wie meine Tochter. Und das ist, ich wollte nur meine Erfahrungen denen sagen. Die konnten jetzt, ich bin nicht dafür, dass die zum Beispiel jetzt mich akzeptieren. Aber ich hoffe, dass die in die richtige Zeit das kennen konnten. Dass wo liegt ihr Recht? Und wenn Islam hier wollte weiter, sollte die Gründer dafür die deutschen Muslime sein, die Muslime, die hier sind, nicht von Türkei organisiert werden. Hier in Deutschland sich entwickeln und hier vor Gleichberechtigung alle kämpfen. Das meine ich. Ich bin gegen nichts anderes. Ja, meine Frage war halt eben, welcher Islam, also das ist für mich keine sinnvolle Frage, weil eben der Islam einer ist. Also liberaler Islam oder ich weiß nicht, wie man die anderen dann so nennen mag, aber liberaler Islam ist für mich, sowas gibt es für mich nicht, weil der Islam eine Religion ist, die von Gott gesandt ist und die nicht abzuändern ist, weil sie perfekt ist, so wie Gott es gesandt hat. Und demnach ist für mich eben alles, was dann zu dem Wegen führt, das zu reformieren, halt eben falsch. Und die Personen, die halt in den genannten Ländern denn regieren, die regieren ja nicht mit den islamischen Gesetzen. Sie meinen es mit der Scharia zu machen, aber sie haben entweder völlig eine andere Interpretation, weil wir haben gesehen, der Prophet, also Frieden und Segen sei mit ihm, dass er auch regiert hat und dass in seiner Regierung alles so gestaltet wurde, wie es Gott herabgesandt hat. Und das hat er wirklich auch so übernommen. Also das macht man heutzutage, also die Regierungen, zum Beispiel im Iran, das ist eben, das versuche ich die ganze Zeit zu vermitteln, das ist, man sagt, die Person macht einen Fehler und überträgt das auf die Religion. Das ist halt eben dieser Fehler. Man sagt, Person A hat dies so und so gemacht, also muss der Islam weg oder der Islam muss reformiert werden. Und genau das finde ich halt falsch, weil nicht der Islam reformiert werden muss, sondern der Mensch, der das falsch interpretiert, muss einfach nochmal zurück und überlegen, was habe ich hier falsch gemacht. Und darum geht es mir. Und deswegen habe ich die Frage eben nicht ganz so verstehen können, was Sie damit meinen. Also klar, ich bin, wenn Sie sagen, Gleichberechtigung für die Frauen und Männer, da muss man auch wieder, ich bin Muslimin, ich fasse das mit dem Koran auf. Ich lebe natürlich in Deutschland in der Demokratie, ja. Und es ist ja auch so, dass ich die Regierung in dem Land, in dem ich lebe, akzeptieren muss, also nach den Regeln leben muss. Und so tue ich es ja auch. Ich meine, aber ich lebe für mich selbst den Islam so, wie er von Gott herabgesandt ist. Und da gucke ich natürlich im Koran, was ist denn mit der Gleichberechtigung gemeint? Und da hatte ich Ihnen vorhin auch schon gesagt, die Frau und der Mann, die sind nun mal, wenn man auch zurückgeht auf Anatomie, die Frau ist nun mal ein bisschen zierlicher, der Mann ist stärker gebaut. Das ist nun mal auch Natur gegeben, also Gott hat uns so erschaffen. Und demnach hat natürlich die Frau und der Mann gewisse Rollen. Die mögen sie vielleicht nicht akzeptieren. Ich akzeptiere sie, weil ich sage, ich bin nun mal eine Frau. Es gibt gewisse Dinge, die ich besser kann und gewisse Dinge können Männer besser. Also lebe ich demnach auch. Also ich habe damit kein Problem. Wenn Sie ihm sagen, die Gleichberechtigung ist, wenn ich vor einer Mauer stehe und Sie sind 1,50, ich bin 1,80 und wir kriegen beide eine Kiste unter unsere Füße, damit wir drüber schauen können, dann ist das für mich keine Gleichberechtigung. Das ist auch keine Gerechtigkeit. Also es wäre Gleichberechtigung, ja, Verzeihung, das wäre Gleichberechtigung, aber es wäre keine Gerechtigkeit. Dann kann ich nicht über die Mauer schauen oder Sie nicht über die Mauer schauen und die andere Person ist viel zu weit drüber. Also das versuche ich die ganze Zeit zu vermitteln. Man muss eine klare Linie zwischen Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sich vor Augen führen und dann auch mal überlegen, wieso sind eigentlich die Regeln im Koran so gesetzt, wie sie gesetzt sind
sie sind nun mal Gottes gegeben, das heißt, sie können gar nicht abgeändert werden, weil sie eben so perfekt sind, wie sie auch niedergeschrieben wurden oder herabgesandt wurden. Und deswegen bin ich nicht für eine Reformierung des Islams. Und wir haben ja auch gesehen, der Christentum wurde auch reformiert. Und da sehen wir ja auch jetzt ganz viele unterschiedliche Meinungen, wozu das führt. Und deswegen bin ich auch ganz klar gegen eine Reform des Islams. So wollte ich Ihnen vermitteln. Und ich verstehe, was Sie meinen. Und natürlich sind wir alle frei in unserer Meinung. Also ich will jetzt nicht meine Meinung aufzwingen, ich wollte nur fragen. Ja, ich habe Sie ganz kurz fragen, wie finden Sie, dass der Ezan heute erstmals öffentlich zu hören ist in Köln? Ich fand es sehr, sehr schön. Nur schade fand ich es, dass die Demonstrierenden gegenüber auf der Straße ein bisschen lauter tatsächlich auch waren. Der Ezan ist schon, also wenn ich das vergleiche mit dem Ezan-Ruf zum Beispiel in der Türkei, dann war das auf jeden Fall sehr, sehr leise, was ich sehr traurig fand. Aber trotzdem war es sehr schön, es mal zu hören. Und ich fand, man konnte sehr, sehr schön sehen, dass auf Seiten der Moschee auch ganz viele deutsche Mitbürger standen, vielleicht auch Nicht-Muslime, die ja auch für uns dann sozusagen mit dort standen. Und niemand hat irgendetwas gerufen. Und es kam nur aus Seiten gegenüber von der Straßenseite und es wurde halt eben geschrien, weg mit dem Terrorismus. Und da frage ich mich, was ist an einem Gebetsruf, wenn es so friedlich ist und zum Gebet aufruft, was kann daran so negativ sein, dass man das hier nicht haben will? Also, ja. Das kann ich dazu sagen. Gibt es Ihre Meinung auch kurz dazu hören, wie Sie es finden, dass der Ezan heute erstmals zu hören ist? Ja, ich fand das eigentlich ganz schön. Es war sehr, sehr schön. Nur schade, dass es nicht so zu hören ist. Es ist sowieso leise. Ne? Und obwohl wir halt auch nah standen, man konnte schon die lauten Schreien von der Seite gegenüber hören. Und ja, ich bin der Freundin von mir auch sehr derselben Meinung. Genau, das ist schön. Aber ich bin auch immer noch in diese, Kämpfe dafür, dass hier klar werden, welche politisch wollte DITIB hier weiterbringen. Und diese Politik sollte sich unabhängig von Türkei machen. Das sollte in unterschiedlichen Diskussionen ganz klar werden. Und das ist noch nicht klar. Deswegen, ich bin hier und ich bleibe immer hier. Ich komme hier immer hier, bis diese Sache klar ist. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Tekbirimiz az önce Allahu ekber la ilahe illallah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله.